Anna Ivanovic, berührende Worte. Erstes Update der Geburt von Baby Nummer 3. Aller guten Dinge sind drei. Mit einem entzückenden Video auf Instagram haben Anna Ivanovic, 35, und Bastian Schweinsteiger, 38, am 9. Mai 2023 die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben. Bei dem zauberhaften Posting handelt es sich um einen Schwarz-Weiß-Clip, der die kleine Hand des jüngsten Sprosses in den Händen der Eltern und Geschwistern zeigt. Kommentiert hatte die frisch gebackene Dreifachmama den Beitrag mit folgenden Worten: Hallo Welt! Unsere Herzen sind voller Liebe. Anführungszeichen. Zwei Tage später meldet sich die Ex-Tennisspielerin erneut bei ihren Fans und ist schier überwältigt von der ganzen Fanpost. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schreibt sie: Vielen Dank für all die Glückwünsche und lieben Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir sind so dankbar und tief berührt. Es ist immer etwas Wunderbares, die Familie wachsen zu sehen, und wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit. Ihre persönlichen Zeilen der Dankbarkeit versieht die 35-Jährige mit 5 Herzen, stellvertretend für ihre jetzt 5-köpfige Familie. Zwar zeigen sie sich häufig gemeinsam auf Veranstaltungen und Red Carpets, über ihre Liebe sprechen Veronika Ferris, 57, und Carsten Maschmeyer, 64, jedoch nur äußerst selten öffentlich. Anlässlich seines Geburtstags am 8. Mai machte die Schauspielerin nun jedoch eine Ausnahme. Auf Instagram veröffentlichte sie eine private Aufnahme, auf der sie und ihr Liebster lachend die Köpfe aneinander lehnen. Dazu widmete sie ihrem langjährigen Partner liebevolle Zeilen: Du machst für mich jeden Moment zu etwas Besonderem. Danke für jeden einzelnen Tag mit dir. Und danke für unsere gemeinsamen Jahre, schrieb die 57-Jährige und schloss ihre Liebeserklärung mit Glückwünschen: Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Über die emotionalen Worte seiner Liebsten freute sich der Höhle der Löwen-Investor natürlich riesig. Danke, mein Schatz, kommentierte er ihren Beitrag und setzte ein rotes Herz dahinter. Ende letzten Jahres sind Lena Gerke, 35, und Dustin Schöne, 37, zum zweiten Mal Eltern geworden. Willkommen in unserer kleinen Mädchenbande, Baby Lia, verkündete die frisch gebackene Zweifachmama zu einem Instagram-Schnappschuss der Händchen ihres Sprosses. Mit Tochter Zoe ist die Familie damit zu viert. Die Ex-GNTM-Gewinnerin liebt das Mama-Sein über alles, vernachlässigt aber auch ihren Job als Unternehmerin nicht. Beide Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so leicht, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Für das OMR-Festival bringt Lena Gerke Tochter Lia kurzerhand mit nach Hamburg. Wie der Alltag mit Baby und Job sich gestaltet, beweist die Zweifachmama ihrer Community auf der beliebten Social-Media-Plattform eindrücklich. Authentisch wie Fans ihre Lena kennen und lieben, gibt diese einen Einblick in ihren Morgen auf dem Hotelflur und im Zimmer des Hotels. So erfahren die UserInnen, dass nicht mehr als 2 Stunden Schlaf vergangene Nacht drin waren. Die 35-Jährige ihr Frühstück im Stehen einnimmt und dass Lia bei Makeover in einer Tragetasche vor Mamas Brust schlummert. Am Ende des Tages stand eigentlich ein Dinner auf dem OMR-Festival auf dem Plan. Doch nicht für Lena Gerke. Das Model ist fix und fertig, wie es seinen FollowerInnen erklärt. Den Stress nimmt die Unternehmerin mit Humor. Aber wie sagt man so schön bei Kindern? Es ist alles eine Phase, und beendet ihr Statement mit einem scherzenden Smiley. Lukas Podolski, 37, im Vaterglück. Im Januar dieses Jahres gab der Fußballer die Geburt seines dritten Kindes mit einem niedlichen Bild auf Instagram bekannt. Seitdem komplettiert Tochter Ella die Familie des Kickers. Gegenüber Bild schwärmte der Dreifachvater nach der Geburt seines Babys: Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Sie hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Anführungszeichen.
Mit Fotos aus seinem Privatleben geht der Kicker behutsam um. Jetzt teilt der 37-Jährige jedoch einen innigen Moment mit seinen Fans. In seinem Instagram-Feed lädt der Dreifachvater eine Aufnahme hoch, auf der er mit seiner kleinen Ella kuschelt. Liebevoll drückt der Sportler die Maus an sich, strahlt auf dem Selfie bis über beide Ohren. Die Aufnahme kommentiert er mit den Worten: "The reason why it's worth to give full power every day, DT." Der Grund, warum es sich lohnt, jeden Tag Vollgas zu geben. Ein Herz und ein Baby-Emoji runden seinen Beitrag ab. Der Star-Kicker und seine Frau haben bereits Sohn Louis, 14, und Tochter Maya, 6. Anders als ihre Geschwister erblickte Ella wie ihre Eltern in Polen das Licht der Welt. Ein großes Glück. Dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist diesmal zudem etwas Besonderes für uns Eltern. Nicht umsonst habe ich beschlossen, hier meine Karriere zu beenden, so der Fußballer. Claudia Schiffer, 52, hat ihren Fans einen seltenen privaten Einblick gewährt und gezeigt, wie sie die Krönung von König Charles, 74, feiert. In ihrer Instagram-Story teilte die in England lebende deutsche Laufstegschönheit eine Reihe von Bildern, auf denen eine festlich dekorierte Tafel mit diversen Leckereien zu sehen ist, von üppigen Obsttorten über Küche bis hin zu kleinen Küchlein und anderem Fingerfood. Das deutsche Model nutzt den Anlass, um den Tischstil echt mit kleinen Union Jack-Fähnchen zu dekorieren und den Speisenkrönungsnamen wie Coronation Chicken und Coronation Küche zu geben. Die Tafel scheint die dreifache Mutter in ihrem großzügigen englischen Garten aufgebaut zu haben. Ob sie das historische Ereignis mit Freunden gefeiert hat, ist zwar nicht ersichtlich. Jedoch lassen die Aufnahmen auf eine bevorstehende Gartenparty schließen. Zusammen mit ihrem Mann, dem britischen Filmproduzenten Matthew Forgan, 52, und den Kindern Caspar, 20, Clementine, 18, und Cosima, 12, lebt Claudia Schiffer zurückgezogen in der Grafschaft Suffolk nordöstlich von London. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Quellen: Instagram.com, Bild.